So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat letztens mal was mitgebracht, da war sie, glaube ich, im Rewe einkaufen, da hat sie irgendwie so komische Soßen gesehen. Das war, glaube ich, eine Hot Jalapeno Sauce oder Spicy Jalapeno Sauce, irgendwas stand da drauf in so einer komischen schwarzen Flasche mit so einem roten, auffälligen Deckel, was mich erinnert an eine Flasche Porter. Lausitzer Porter sieht irgendwie genauso aus. Schwarze Flasche, schwarzes Etikett mit weißer Schrift und roter Kronkorken. Das ist ein Lausitzer Porter, nur halt als Soße. Ja? Jetzt hat mir die Soße aber so gut geschmeckt. Sie hat gesagt gleich, da gibt es mehrere Sorten davon. Sie hat halt diese Jalapeno mitgebracht, weil sie weiß, dass ich ein großer Jalapeno-Fan bin. Ich war selber dann nochmal unterwegs, habe gesehen, die liegen ja immer noch da rum, haben mir jetzt nochmal zwei Sorten rausgesucht. Einmal diese Spicy Exotic Dip Sauce von Eppers und einmal diese Chili Mango Dip Sauce von Eppers. Da steht jeweils auch immer drauf, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe. Fertig, bam. Da gab es natürlich jetzt noch andere Sorten, da gab es auch noch irgendwas mit eine Asia-Dip-Soße, da gab es eine vegane Venezuela-Soße, da gab es eine Knoblauchsoße, da gab es eine rauchige Barbecue-Soße, aber mich interessieren ja eigentlich nur die scharfen Varianten, die Spicy-Varianten, die Hot-Varianten. Die Hot Jalapeno oder wie auch immer die das war von Eppers, fand ich auf jeden Fall sehr gut, hat mir gut geschmeckt, dass ich dachte, ich nehme die beiden mit und die zwei werde ich dann heute wieder antreten lassen, werde mir die mit Nuggets machen. Die testen und am Ende haben wir hier die Madoc 357 aus den 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Einfach, weil das so ein Running Gag ist, der in jedes Video muss. Für Thumbnail würde ich die zwei jetzt einfach mal hier reinhalten. Und dann können wir euch auch mal vorlesen, was da drauf steht. Chili Mango. Chili Mango, die Premium Dip Soße für alle Grill- und Fondue-Gerichte, Cracker, Gemüsesticks und Pommes. Sehr lecker zu gegrillten Geflügel und kurzgebratenem Fisch, Käse oder zum Eindippen von Rohkoststicks. Sie schmeckt besonders gut zu exotischen Gerichten wie Frühlingsrollen. Und was mache ich damit? Eine Spicy Exotic Soße, auch zu exotischen Gerichten. Also so wie ich sie, ach hier drüben steht es genau. Spicy Exotic, die gelb-orange Dip-Sauce schmeckt fruchtig frisch nach Kokos und ist abgerundet mit einer angenehm pikanten Note. Sie passt ideal zu Geflügel- und Fischspezialitäten. Das heißt, die Spicy Exotic wird mir empfohlen für die Nuggets, aber die Chili Mango kann auch nicht verkehrt sein. Wir machen die Nuggets jetzt erstmal warm und dann melden wir uns gleich zurück mit dem Soßentest. So, das Essen ist warm, die Nuggets sind fertig, wir haben die jetzt mal hier auf den Tisch geknallt, hier einfach auf den Teller drauf, das sind halt einfach meine absoluten Lieblingsnuggets. Ich kaufe immer gleich 5 Beutel mit einmal und dann irgendwann sehe ich, verdammt, die sind schon wieder über die Zeit, ich habe doch in letzter Zeit gar keine Nuggets gegessen, die sind auch nur bis heute haltbar, deswegen muss ich die schnell essen. Die andere Packung ist auch nur bis heute haltbar, die muss ich schnell morgen noch essen, hoffen, dass sie noch gut sind. Oh mein Gott, aber ich kaufe die halt, wenn ich losgehe, immer gleich kistenweise, sagen wir mal. So, mit was wollen wir anfangen? Chili Mango oder Exotic? Exotic denke ich sowieso, da stand ja auch was mit Kokos dabei. Ich glaube, Spicy Exotic ist nicht so scharf wie Chili Mango. Wenn da schon Chili drin steht, müsste die Chili ja die heftigere sein. Da steht auch nochmal die Internetadresse dabei, www.eppers-gewürze.de. Aus Magermilchjoghurt, na, da bin ich mal gespannt. Da ist bestimmt noch so ein Zettel drauf, den man abreißen muss, genau. Das ist ein Zettel, den reißt er einfach ab. Geht er hier mit dem Finger rein, macht mal so. Oh, hätte ja in der Vorbereitung eigentlich das schon abmachen können. Und genau wie es drauf stand, ist das eine gelbe Soße. Seht ihr das? Wie es einfach auf den Tisch tropft, das ist richtig stark. So, das ist jetzt ab, das drehen wir wieder drauf. Das sieht richtig komisch aus, dieser Deckel. Oh, ich merke jetzt schon ein Brennen im Hals. Was ist da denn los? Ist das die beste Exotic-Soße, die es je gab? Das sieht halt richtig komisch aus. Wir packen uns die jetzt hier drauf. Die ist auch recht flüssig, habe ich gerade den Eindruck. Also die kannst du portionieren, das passt. Die ist gelb. Du hast da lauter kleine rote Punkte drin und du hast halt auch lauter Grünzeug drin, also die sieht sehr frisch und lecker aus.
Weißwein-Essig-Gläse hier. Du merkst am Anfang erst was ganz leicht Salziges, ein bisschen was Säuerliges, was sicherlich von dem Essig kommt. Dann merkst du aber auch direkt die Kokosnote. Das schmeckt halt wie so ein asiatisches Currygericht mit Kokosmilch verfeinert. In letzter Zeit Pupsi fährt total auf so Currygerichte ab beim Asiamann. Ich glaube, die muss sie mal probieren. Die findet sie bestimmt gut. Oder kann sich, wenn sie... Sie kann sich aber China-Nudeln kaufen und die Soße über die China-Nudeln machen. Und das müsste auch perfekt passen. Und ich merke auch eine Schärfe war, also wenn ich die esse und so, du kriegst ein leichtes Kratzen im Rachen. Es ist angenehm, es ist auszuhalten, es ist trotzdem da, du merkst es. Und diese schöne Kokosnote macht einfach einen richtig guten Eindruck. Also die erste rote Soße fand ich richtig stark. Diese hier finde ich auch richtig stark. Wenn die Chili Mango mich überzeugt, dann müsste man echt wirklich losgehen und mal auch diese Knoblauchsoße sich holen. Und diese rauchige, wenn das so geniale Soßen sind. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel die gekostet haben. Vielleicht 2-3 Euro oder so, so eine Dose, also so eine Flasche. Aber geschmacklich wunderbar. Und es gibt ja vieles, die wollten immer was mit Kokos machen oder Kokoscurry irgendwas und das ist dann einfach total künstlich und total komisch. Aber das finde ich übelst lecker. Spicy, exotic, auch dieses Detail, dass hier links und rechts zwei Palmen sind, die so im Sonnenuntergang so ein bisschen strahlen und leuchten. Richtig gute Soße. Habe ich, wie gesagt, im Rewe-Sender gefunden. Wenn ihr die seht, probier die mal. Gelb-orange Dipsauce, fruchtig frisch nach Kokos, abgerundet mit einer pikanten Note zu Flügel oder Fisch. Ich würde die mir auch, wenn ich mal China-Nudeln habe, bei den China-Nudeln drauf klatschen. Das muss auf jeden Fall passen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit das Gefühl, als würde ich gerade was Asiatisches essen. Kommen wir mal zur Chili-Mango-Soße. Da ist natürlich auch wieder so ein Nippus dabei. Die fühlt sich jetzt nicht so flüssig an wie die andere. Könnte sein, dass sie ein bisschen dicker ist. So, machen wir den Nippus wieder ab, wenn wir es schaffen. Irgendeine rund um die Ecke. Mann, mein Fingernagel kommt nicht runter. Die ist bestimmt jetzt rot. Ja, die sieht halt komplett anders aus. Ich glaube, die kann ich so halten, ohne dass was rausfällt. Die ist nicht so flüssig. Die sieht aus wie Apfelmus. Die machen wir jetzt auf, die knallen wir uns jetzt auch mal drauf. Da ich denke, dass ich nicht sterbe, können wir schön den ganzen Nugget damit voll machen. Das ist wie so eine Schaschlik-Soße irgendwie. So Schaschlik-Soße ist ja auch immer ein bisschen dicker. Hammer drauf. Riech mal. Es riecht fruchtig. Alter, ist die geil. Packt ihr die mal auf einen Burger drauf. Macht zwei verschiedene Burger. Macht den Karibik-Burger mit Kokossoße. Macht den Burger hier mit Chili-Mango. Guck mal, wie viel du da draufhauen kannst. Da jetzt zu Pommes dazu oder irgendwas, zu Burgern dazu. Zu den Nuggets passt das auch unglaublich gut. Ich finde die sogar noch besser als die Spicy Exotic und die fand ich schon richtig gut. Aber die ist irgendwie komplett präsent, direkt beim Essen sofort präsent. Dieser extrem fruchtige, starke Geschmack. Die ist nicht so scharf wie die Spicy Exotic, was mich jetzt überrascht. Bei der habe ich nicht so ein Prickeln im Hals. Da steht zwar Chili Mango drauf, aber wenn ich die esse, ist das halt wie so eine Schaschlik-Soße. Eine Schaschlik-Soße, aber ein richtig guter, vollmundiger Geschmack. Die nimmst du, wenn du ein bisschen was Scharfes haben willst mit Kokos. Beide Soßen sind gut, beide Soßen gefallen mir, beide Soßen schmecken richtig brutal. Aber wir müssen gleich die Maddox noch reinpumpen und dann habe ich Glück, dass ich dann immer zum Nachspülen solche Soßen hier gefunden habe. Die gehen halt schlechter raus, weil du musst immer 3 Stunden warten, bis das endlich mal wieder vorgelaufen ist. Kleines Kothäufchen für mich. Aber genial, genial. Wir haben letztens im Stream wieder geguckt, wie bei It's Time for a Challenge, der eine ganze Flasche Maggi Texicana Salsa
trinken wollte und hat dann immer so einen kleinen Schluck genommen und sich dann total geekelt, fand das voll abartig. Das müsste im Prinzip genau sowas sein. Und das hier einfach komplett wie ein Smoothie austrinken, ist bestimmt richtig genial. Aber das machst du nicht damit, das musst du mit richtiger Maggi Texicana Salsa machen, weil das ist viel zu wertvoll, das ist auch viel zu selten. So, kommen wir mal zum Maddox so als Vergleich. Wo ich jetzt schon weiß, das ist natürlich wieder das Stärkste, das ist wieder das Schärfste, das ist wieder das Brutalste. Da musst du wieder aufpassen, dass du nur einen kleinen Tropfen auf den Nugget drauf machst. Aber die Maddox ist immer noch am Start und die Maddox muss verbraucht werden. Wir hauen uns jetzt einen Tropfen hier drauf. Ein Tropfen. Und das ist schlimmer als alles andere. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Maddox mehr gehabt. Das ist direkt auf der Zunge. Die Zunge fängt direkt an zu brennen. Und jetzt einatmen. Der ganze Atem ist richtig scharf. Ist wie Feuer. Einfach nur. Es breitet sich wieder aus. Hast wieder diese winterliche Pflaumennote so ein bisschen da. Und jetzt sitzt du hier und denkst, Alter. Der ganze Geschmack, den ich vorher hatte, der ist einfach weg. Es brennt einfach nur noch die Fresse. Und das ist genial. Das heißt, wenn euch die nicht scharf genug ist, ihr euch aber ein Gericht macht und das als Soße nehmen würdet, könnt ihr einen Tropfen davon reinpacken, dann ist die richtig krass scharf und hat trotzdem noch einen schönen Kokosgeschmack. Gleiches gilt natürlich für die. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir packen einfach nochmal einen Tropfen hier drauf auf den anderen Nugget. Ich hoffe, der Plan funktioniert auch, wenn ihr jetzt hier einen Tropfen drauf macht. Und dann hier die Spicy Exotic Soße zum Beispiel nehmen und den Rest auffüllt mit Spicy Exotic, dass du was Cremiges hast mit Kokos. Was dadurch einfach noch intensiver und noch schärfer schmeckt, also dadurch kannst du gefühlt jede Soße auch einfach nur aufpimpen. Wenn du dir das auch hinstellst, zum Beispiel in eine Schüssel als Dip, kannst du auch einfach einen Tropfen reinmachen und kannst dann sagen, yo Leute, hier. So kannst du auch deine Freunde pranken. Probiert mal die Dip-Soße. Oh, die ist aber super nice. Und dann, wenn sie auf dem Klo sind, machst du einfach einen Tropfen Maddox noch mit dran. Dann kommen sie wieder und dann fliegt die Mütze weg. So, das geht mit der bestimmt auch. Chili Mango mit Häufchen. Super präsent und angenehm, dieser Mango-Geschmack. Und dieses Süßliche, also feiere ich, finde ich wunderbar. Und jetzt merkt ihr auch hier eine Schärfe und auch ein Brennen auf der Zunge und überall, also perfekt. Wenn ihr die nicht kennt, guckt mal danach. Es gibt so viele Sorten davon. Spicy Exotic, Chili Mango, die zwei haben mich überzeugt. Die andere hat mich auch überzeugt, aber die habe ich nicht mehr gesehen. Die Maddox ist sowieso der Zeuger von allem. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.